Man sollte aus seinem Traum Realität machen. Es ist so ein kurzer Schritt. Ich bin Christian, bin 41 Jahre alt, komme ursprünglich aus Rumänien, wohne allerdings schon seit fast 17 Jahren in Deutschland. Ich bin nach Deutschland wegen des Studiums gekommen, bin doch länger geblieben, als ich gedacht habe. Mittlerweile habe ich 3 Kinder im Alter von 5, 7 und 16. Seit 4 Jahren reisen wir ziemlich intensiv, würde sagen, fast 80-90% der Zeit sind wir unterwegs. Die Kinder reisen mit. Wir werden oft gefragt, wann und wo die Kinder in die Schule gehen. Sie gehen nicht in die Schule kommt mit. Und zwar, wir sind Freilerner. Die Kinder sind in Frankreich eingeschrieben, in eine Fernschule. Dort ist Homeschooling erlaubt. Homeschooling ist ein Begriff für Lernen ohne Schule, also ohne dass man physisch an einen Ort geknüpft ist. Man kann überall lernen. Eine wichtige Säule unserer Erziehung, unserer Erziehungsphilosophie ist, dass die Kinder nicht gesagt bekommen, was sie lernen müssen, sondern wir schaffen die Umwelt oder die Umgebung, wo das Lernen Sinn ergibt. Zum Beispiel bei Sprachen, wenn wir uns wünschen, dass die Kinder eine bestimmte Sprache lernen, dann suchen wir nach Gelegenheiten, wo diese Sprache gesprochen wird, sodass sie merken, es hat einen Sinn, diese Sprache zu lernen. Das Gleiche gilt für alle anderen Sachen, für Lesen, Schreiben, Mathematik. Auch da schaffen wir Gelegenheiten, wo Rechnen Sinn ergibt. Und zwar auch eben vor 4 Jahren, wo wir beide gearbeitet haben, meine Frau und ich. Meine Frau war Lehrerin. Sie hat fremde Kinder unterrichtet, während unsere Kinder im Kindergarten waren, wo sie von fremden Personen erzogen wurden. Dann haben wir uns gefragt, ob das in Ordnung ist, denn meine Frau verbringt so viel Zeit mit fremden Kindern, die sie nicht kennt, während unsere Kinder eben von fremden Personen betreut werden. Wir haben uns auch stark gewünscht, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Und das war nur ein Weg dahin, dass wir zusammen als Familie wohnen, wachsen, die Zeit zusammen verbringen. Ich spreche Rumänisch als Muttersprache. Dann in der Reihenfolge meiner Stärke würde ich aufzählen Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Bulgarisch, Persisch. Eine interessante Geschichte aus unserer Reise. Und zwar, die stellt zwei Extreme dar, eine gute und eine schlechte. Vor einigen Monaten im Iran waren wir ausgeraubt. Wir konnten unsere Reise nicht weiter fortsetzen. Wir hatten keine Pässe, keine Ausweise, keine Fahrzeugpapiere. Also viele und wichtige Sachen waren plötzlich weg. Dann hat jemand von unserer Geschichte erfahren, hat einen kurzen Beitrag in Facebook geschrieben. Das hat sich, es wurde geteilt und immer mehr Leute wussten davon. Plötzlich stand was über uns in der Zeitung, das Fernseher kam, wir kamen ins Radio. Also plötzlich aus einer traurigen Geschichte, ich sage nicht, dass es glücklich geworden ist, aber diese Art, wie die Menschen mit uns umgegangen sind, hat uns sehr gerührt. Dann dachten wir, wir können auch was für dieses Land machen. Und dann haben wir die Kampagne Iran is Great initiiert. Und das ist auch für uns zurzeit ein Erfolgserlebnis, weil wir dadurch sehr viele Menschen im Iran glücklich machen können. Es ist ja bekannt, dass Iran nicht gerade ein positives Image in Europa genießt. Und das finden wir eher ziemlich unverdient.
es ist ein tolles Land mit wunderbaren Menschen. Die Definition der Gastfreundschaft müssen wir hier in Europa neu definieren. Denn so warm, wie wir dort aufgenommen waren, dann habe ich das nirgendwo empfunden. Wir wollen das Image, wenn wir können, ne, das Image dieses Landes in Europa verbessern. Wir haben einige Broschüren, die wir unterwegs verteilen. Und wir hoffen, dass, wie gesagt habe, dass sie auch was Gutes für das Land tun können. Eine Weltreise muss nicht teuer sein. Und zwar, so wie wir leben, können wir uns leisten, mehr von der Welt zu sehen, obwohl wir viel weniger ausgeben, als wenn wir zu Hause geblieben wären. Unsere durchschnittlichen Ausgaben betragen ca. 500 Euro im Monat. Und das beinhaltet alles. Also hier kann man gerade die Kaltmiete zahlen mit diesem Betrag. Das liegt vielleicht daran, dass wir einerseits uns selbst verpflegen, wir kochen hier im Auto. Also wie gesagt, dieser Betrag, wenn man das im Auge behält, 500 Euro für eine vierköpfige Familie, inklusive alles, es ist schon ein Betrag, der sich viele leisten können, wenn sie das machen wollen. Natürlich muss man schon Abstriche machen. Also wir haben ein 12 Quadratzimmer Wohnung. Man lebt schon eng miteinander. Aber das ist nur, wie gesagt, während der Reise oder wenn wir schlafen. Denn die meiste Zeit sind wir tatsächlich draußen. Alles in allem möchte ich sagen, dass ich meinen Traum lebe. Ich habe schon immer davon geträumt, zu reisen. Und jetzt reise ich Vollzeit. Schon immer davon geträumt, Sprachen zu lernen. Und ich habe die Gelegenheit, Sprachen zu lernen. Und ich habe die Chance, mit meiner Familie Vollzeit zu sein. Und ich möchte Ihnen sagen, dass das muss nicht unbedingt Reisen oder Sprachenlernen sein. Man sollte aus seinem Traum Realität machen. Es ist so ein kurzer Schritt. Kick rechts weg geht 2014 bereits in die siebte Runde. Am 28. Juni fand auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofes Kassel das Straßenfußballturnier statt. 21 Mannschaften setzten gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus.